Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Metallistoß. Ja, heute gibt's wieder ganz viel Scheiße. Wir spielen den Cockroach Simulator, also übersetzt den Kakerlaken Simulator. Ich bin mal gespannt, was wir da machen müssen. Wir gehen einfach mal auf Start Game und gucken, was passiert. Bin ich mal gespannt. Na, auf. Ja. Oh, okay, also wir sind eine kleine Kakerlake. Laufen kann ich mit WASD. Okay. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, ich habe ein Häufchen gemacht. Ja, keine. Oh, was bist du denn? Ich weiß nicht, was ich. Oh, cool, wir können hochklettern. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Kann ich das irgendwie. Oh. Ich glaube, wir müssen hier alles Mögliche essen. Ja, dann werden wir das mal machen. Ich weiß nur nicht, was dann passiert, wenn der Balken unten voll ist. Fettsack, geh fort. Also ich habe keinen Plan. Kollege. Ich glaube, der hat mich totgehauen. Hatch more eggs to survive. Also ich muss mehr Eier legen. Ach, das war anstatt Häufchen machen, Eier legen. Okay. Und Katze, ich trete dir gleich in den Arsch. Wie oft soll ich denn noch die Tür zumachen? Entscheid dich doch mal, Junge. Immer das Gleiche mit dem Kerl. Mann, 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 Mann. Also nochmal. Press to start. Start Game. Also wir müssen wohl viel futtern und Eier legen. Glaube ich. So, irgendwie. Und der Fettsack dürfte uns nicht erwischen. Ich fand's halt nur ein bisschen blöd jetzt schon, dass er mich hinter der Tonne so irgendwie, ne, gekillt hat. Aber die Leiste ist noch. Hat er das gespeichert? So, Leiste ist voll. Und jetzt machen wir ganz viele Häufchen. Ah, dafür brauche ich das also. Da ist ein Staubsauger. Und ganz viele Kakerlaken jetzt. Sehr geil. Also ich muss essen, um weitere Kakerlaken auszubrüten. Häufchen machen, ne? Finanzreports, Kitchen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass der nach hier vorne kommt jetzt gleich. Hier liegt, glaube ich, nichts mehr zum Essen rum, ne? Warum ist eine Flinte? Also ich glaube, wir müssen einfach alles Mögliche futtern und ganz viele Babys machen. Aber hier ist nirgends zu futtern. Und da vorne zudem will ich irgendwie nicht. Ja. Ja, dann gehen wir mal ins Bad. Ja, hier ist auch nichts zum Essen. Ja, ein Häufchen konnte ich machen. Ach, die Stamina geht von alleine hoch. Ja, aber wo kriege ich noch Essen? Was ist das?
dachte, das sind Melonen. So, wieder ganz viele Eier. Habe ich da unten Level Up oder so irgendwas gekriegt? Steuerung ist ein bisschen tricky, weil irgendwie hänge ich jetzt hier irgendwo drinne. Ja. Hier vorne an der Tür wird immer Essen hingeschmissen, wenn ich es richtig gesehen habe. Kletter doch mal da hoch. Also das funktioniert auch nicht so ganz. Ja toll, jetzt kloppt er mich wieder durch die Mülleimer kaputt. Baum. Ja. Also irgendwie müssen wir ganz viele Eier legen. So, ich habe wieder Stufe 1. Was sind das eigentlich? Als Spinnen oder was sollen das sein? Ich weiß halt nicht, wie ich von dem weg soll, weil, ihr habt ja gesehen, ich bin nicht schnell genug. Oh, ich kann mit Shift noch rennen. Oh, oh. Was bist denn du? Ach, auch eine kleine Kakerlake. Moin. Ja, sehr geil. Dann machen wir Ding. Essen. Ist ein bisschen verwirrend, das Ganze. Ich will nicht wissen, was der gerade da vorne macht. Hört sich zumindest gerade nicht so... Ess doch mal weiter. Hallo, essen. Und Babys machen. Wahrscheinlich dürfe ich den gar nicht erst hierher locken. Krabbelt der da auf dem Boden rum? Hä? Nee, was ist denn das? Ist das ein Hund? Da vorne ist, glaube ich, ein Hund. Ich traue mich halt auch nicht, nach da vorne zu gehen, weil ich wüsste halt nicht, wie ich dem entweichen soll. Eine Katz? Nee, das ist ein Hund. Schäferhund. Ach komm. Jetzt wären wir gleich vom Hund gefressen, oder was? Ding, und der hat's gleich fortgefuttert. Sag mal, das war meins. Da kommt ein Hund angeslidet. Naja, was will man viel hiervon erwarten? Das Spielchen, glaube ich, war jetzt bei Steam für einen Euro drin oder so. Kommt er hierher? Ich gehe jetzt mal unter das Bett. Ah, da liegt ein Apfel. Ich hoffe ja, dass ich hier unten sicher bin. Komm an, noch ein paar Häufchen. Ja, geh doch wieder. Hallo? Kannst du wieder weitergehen? Ich habe so ein bisschen Bedenken, wenn ich jetzt rausrenne. War ja klar. Rennt er mir hinterher.
Ja, Hund, wir sind Freunde. Lass mich in Ruhe. Oh Mann. Wo ist der gerade? Ich weiß es nicht. Mir futtern dem einfach mal alles weg. Ganz viele Häufchen machen. Death is just the beginning. This is just the beginning. Ja, ja, du mich auch. Wo ist er denn? Jetzt pimmelt er da vorne rum im Schlafzimmer oder was? Ja, vielleicht hängt er da jetzt fest. Der macht die alle kaputt. Ja, dann machen wir nochmal zwei neue. Minus zwei, minus vier. Kann ich den Robo irgendwie kaputt... Oh, was ist denn da los? Kann ich den Robo irgendwie kaputt machen? Oder macht er mich kaputt? Ich kann fliegen. Ja, wie geil ist das denn? Okay. Ja, man muss das auch alles erstmal checken. Wieso habe ich minus 30? Was heißt das da unten? Also, ich habe keinen Plan. Er kommt. Ich brauch doch wieder was zum Essen, Mensch. Raus geht's nicht. Ich check halt nicht, warum ich da unten minus 30 habe. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Oder heißt es, 30 Stück hat der Staubsauger gekillt? Hä? Minus 35, minus 36. Ich habe keinen Plan, aber hier ist auch keine Erklärung irgendwie gewesen. Hier war nur so ein bisschen was über die Steuerung in den Optionen, aber so, was das alles irgendwie zu bedeuten hat, habe ich keinen Plan. Was gucken der da? Ah, ja. Nicht in den Kühlschrank rein. Der ist leer. Was macht der Staubsauger? Ja, also irgendwie. Vielleicht müssen die auch erstmal wachsen. Oh. Hau ab. Ja, bleib mal schön in deinem Wohnzimmer, weil ich muss mal kurz... essen gehen. Hier lag so einiges rum, wenn jetzt schon wieder alles gefuttert ist. Warum ist denn jetzt so dunkel? Ja, ein bisschen kurios, ne? Was bist du? Ach, können wir auch essen. Aber warum geht da unten der Counter runter? Das check ich irgendwie nicht. Bin ich auf minus 58? Soll das so? I had big plans for you. Er hat große Pläne für mich. Mhm. Komm, wir machen nochmal. Schnell weg.
Ach, hier hinten landet auch Zeugs. Ich gehe davon aus, dass das da unten die Population von meinen Kakerlaken ist. Ich verstehe halt nicht, warum das ins Minus geht. Weil minus 57, das kriege ich ja nie wieder irgendwie hoch. Guck, jetzt ist einer runtergegangen. Ein bisschen komisch. Check ich noch nicht so ganz. Minus 59. Minus 60. Das check ich jetzt wirklich nicht. Das ist echt ein bisschen kurios. Ich habe ein minus 75. Ja, das ist, umso mehr ich mache, umso weiter geht's runter. Aber ist, so schnell komme ich doch gar nicht ans Futter, ey. Er läuft da vorne rum. Weil so schnell spawnt ja kein Futter. Wie soll ich ihn schon mal probieren könnte? Ey, hier sieht mir nichts, ne? Jetzt hänge ich auch noch fest. Ding. Jawohl, dein Pizza. Minus 81. Das check ich nicht. Mit dem Minus check ich gerade wirklich nicht. Man kam hier gerade noch mal was? Nee, ne? Vorne an der Tür. Ist ja ganz lustig gemacht, muss man echt sagen. So mit einer Kakerlake hier spazieren gehen. Ah, kann ich auch. Ah, da vorne liegt wieder eine Pizza, glaube ich. Guck mich doch nicht so blöd an. Ach, der verliert auch was beim Futtern. I am the Angel of Death. Er ist der Engel des Todes, ja klar. Mauseloch? Da kann ich gar nicht rein. Ich kann doch nicht zu dem da vorne rennen, um das zu futtern. Hallo? Das ist doch der reine Tod. Es ist auch nichts mehr da. Doch, da liegt ein bisschen was. Hier liegt einiges. Let's move. Komm, ganz schnell Häufchen machen. Wir brauchen wieder ganz viel Mitbewohner. Aber hier in der Bude wundert es mich auch nicht, dass hier überall was krabbelt, ey. Dem Hund geht es wahrscheinlich gut, weil der findet auch genug Nahrung hier drin. Kann ich mit den anderen Kakerlaken irgendwas machen? Ja, komm, wir kacken noch ein paar aus. Hallo Hund. Der ist im Bad. Sehr gut. Ja, aber unten das mit der Leiste verstehe ich nicht. Minus 131, das ist... Ich weiß ja nicht, ob von euch jemand das schon mal gespielt hat oder spielen wird. Wenn ihr es rausfindet, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich check das irgendwie nicht.
Ich glaube einfach, die müssen. Ich glaube, die müssen einfach noch ein bisschen wachsen. Dann sind die wahrscheinlich nicht mehr besiegbar. Nein. Das ist echt ein bisschen komisch, oder? Ich krieg aber auch nur so Spiele vorgeschlagen. Aber gut, das sollte ja eigentlich so sein. Die sollen mich ja mit den Spielen schön ärgern, mein Team. Und irgendwann ärgere ich sie zurück. Hier krabbelt doch schon ganz viel rum. Der ganze Boden ist voll. Überall krabbelt's. Also wenn ich renne, kriegt er mich zumindest schon mal nicht. Vielleicht muss ich ja wirklich alles von A nach B rennen, futtern, 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 futtern und kacken. Und wieder zurückrennen, zack, futtern, 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 kacken. Hier ist aber nichts. Doch, da vorne. Oh, da, guck mal hier. Jetzt geht aber unten die Leiste nicht richtig hoch. Hallo, geh doch mal da runter. I'm your worst nightmare. Ey, das gibt's doch nicht. Also mein Plan geht irgendwie hier nicht auf. Ich will das Stück Pizza noch haben. Das ist jetzt weg. Echt jetzt? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voll hässlich bist? Ja, ich glaube, du spinnst doch. Lass mich in Ruhe, Junge. Ah, jetzt können wir aber vorne in Ruhe nochmal gucken. Passt doch. Der Hund frisst das auch. Oh, der ist ganz schön abgemagert, wenn ich mir den Kerl hier mal so angucke. Guck mal, ich mach dir ein paar Häufchen, Hund. Liegt hier noch irgendwas? Moin. Hier liegt auch nichts mehr. Ey, was ein Körperbau, ey. Guckt euch den Kerl doch mal an. Ja, Ding. Auf der anderen Seite. Super. Ja, Sport ist für dich vielleicht gar nicht mal so schlecht, Junge. Ding. Haben will. Oh, musst du mir alles fortfuttern? Dafür kacke ich dir jetzt was hier hin. Na gut. Hatch more eggs to survive. Also ich muss laufend essen und kacken. Also Eier legen. Aber gut, wir sind bei 25 Minuten angekommen. Ich glaube, das reicht mit dem... ja. Sagen wir es lieber nicht. Seid so nett, lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis denn und tschüss.